Aber ich hätte doch auch einmal ein wenig Glück verdient. Ich... Das wird schon. Wir sind bei dir. Na los, befreien wir das Vieh und gehen dann zu eurem Anführer. So ist gut. So ist gut. Ich hoffe, das zahlt sich aus. Hast du schon mal jemand so selbstlosen wie mich gesehen? Ich hoffe, das zahlt sich aus. Habt ihr Viecher Gold im Heiligtum? Oder was ist mit euren Geräten? Sind die was wert? Und komm ihr nicht mit? Unser Dank ist Bezahlung genug, ja? Okay, gut. Helden, beide. Idiot, einer. Mitkommen. Ein guter Idiot. Ich darf mit in euer Heiligtum? Held? Freund. Oh, ist das nicht süß und lieb? So ist fein. Wow, das ist keine Gnomentechnologie. Das ist... Was ist das? Was hat der Mensch hier zu suchen? Ihr Freund. Der Mensch hat euch das hier besorgt. Das Herz. Und dafür gebührt mir der größte Orden, den ihr Bettvorleger zu vergeben habt. Oder noch besser, ein paar Kisten Gold. Damit habe ich mir an einem Tag Masas und Munkus zu Erzfeinden gemacht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich muss weg hier. Je früher, desto besser. Was ist das? Ein Portschlüssel! Alarm! Eindringlinge! Zu spät! Wie es scheint, ist mein Plan aufgegangen. Ein Gauner, der den Helden spielen wollte. Du bist zu durchschaubar, Nate Bonnet. Danke für deine Hilfe, Nate. Oh, oh. Gott. Sie dachten, du würdest ihnen endlich ihr Herz zurückbringen. Dabei brachtest du ihnen den Untergang. Weißt du, was ein Portschlüssel ist? Es ist ein Portal, das einen Ort mit einem anderen verbindet. Mein U-Boot mit diesem Heiligtum zum Beispiel. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Treibt die Viecher zusammen und sperrt sie ein! Unsere Warum? Beiden Helden bringt ihr aufs U-Boot. Ich will nicht, dass sie hier herumlungern. Und wir beide, wir unterhalten uns nun einmal über eine Maschine, die Maschinen bauen kann. Oh je. Kapitel 4, Wahnsinn. Zumindest haben wir es eine Kapitelchen geschafft und sind jetzt zum nächsten gelangt. Allerdings ist die Geschichte gerade nicht wirklich zu unserem oder den Viechern ihren Gunsten ausgegangen, sondern wir werden jetzt gefangen genommen und die Viecher werden jetzt womöglich dazu gezwungen, Waffen zu bauen. Also von daher bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Na los, rein ins Boot! Stopp! Das haarige Ding könnt ihr haben. Der haarige Mensch kommt mit mir. Verschwinde, Ork! Er ist Gefangener des hochwohlgeborenen Munkus vom Schwarzen Turm. Er kommt mit mir und wird bezahlen. Also eigentlich bin ich Gefangener vom Dings vom Schwarzen Turm. Sofort runter vom U-Boot, sonst... Jungs, ihr solltet nicht... Und jetzt... Ah! Schnell, zu Mary, das ist unsere einzige Chance. Keine Bewegung im Namen von... Ich glaube, unser Vieh wollte ihr erst in den Hintern beißen, so wie das aussah in der Slow Motion. Das war knapp. Wo ist sie? Ich kann sie nicht sehen. Oh. Ach, Kopfo, ihr wird schon nichts passieren. Mamulu. Ach, komm.
Komm schon, es war nicht unsere Schuld. Woher hätten wir wissen sollen, dass Munkus den Kristall verhext hat? Euer Chef wollte das Herz. Wir haben es ihm geliefert. Wir haben das Richtige getan. Und damit eine ganze Sippe ins Unglück gestürzt. Ganz toll. Och Gottchen. Tut mir ja auch leid, aber was sollen wir denn tun? Sollen wir uns auf einen Kampf mit einer Ork-Kopfgeldjägerin und einem Hexenmeister einlassen? Mhm. Genau. Man bräuchte schon eine Armee, oder? Oder was? Oder eine magische Waffe. Man kann Hexenmeistern mit normalen Waffen nichts anhaben, aber eine mächtige magische Waffe hilft sowohl gegen Hexer als auch übermotivierte Kopfgeldjägerinnen. Wir könnten nach Seefels fliegen und dort mit dem Erzmagier sprechen. Wenn Mutrogas Sohn an der Sache beteiligt ist, könnte er Interesse daran haben, uns zu helfen. Vielleicht hat er ein Schwert des garantierten Sieges plus 3 oder sowas. Ich glaube, das ist unsere beste Chance. Versuchen wir es. Juhu! Ja, also ab nach Seefels, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Langsam habe ich es richtig raus, wie man dich steuert. Wir haben Glück mit den Winden. Wir haben Glück mit dem Kapitän. Wollten wir nicht nach Seefels? Alles kein Problem. Ich drehe hier dran und schon, Vorsicht, die Berge! Nach Steuerbord beidrehen! Steuerbord, habe ich gesagt! Du weißt, dass ich mich mit diesem nautischen Kram nicht auskenne. Also schön, dann jetzt nach links! Oh wei, oh wei, oh wei. Muss ja nicht noch einiges lernen und üben hier. Später, viel später. Ah, Seefels. Ich war nicht mehr hier seit... Naja, seit sie mich rausgeworfen haben. Oh. Und das da ist der berühmte Magierturm von Seefels. Irgendwo dort oben hat der Erzmagier sein Büro. Er wird uns helfen. Na komm. Meinst du oder schmeißt du dich wieder raus? Wundert mich ja gar nicht. Oh oh. Wo steckt ihr? Die hat sich doch jetzt nicht die ganze Zeit am Schiff festgehalten, oder? Oh wei, oh wei. Oh. Ich hasse Magier. Aber. Nenn mich altmodisch, aber ich mag meine Rätsel logisch, meine Perspektive korrekt und meine Bilder stumm. Und du bist... Mordred Michael Mechthild Alastair. Erzmagier von Seefels, Behüter der... Der Erzmagier ist nur ein Bild? Natürlich nicht. Ich bin nur ein Porträt des Erzmagiers. Ach was. Wäre uns jetzt gar nicht aufgefallen, dass du nur ein Porträt bist, aber das sprechen kann. Gut, die Optik eben gerade ist euch auch aufgefallen. Da war alles schief und krumm und... Das wird ja interessant. Ist die Idee mit entsprechenden Gemälden nicht ziemlich geklaut? Lebendige Gemälde in einem Magierturm? Ich weiß nicht. Was willst du damit andeuten? Kann es sein, dass ich davon schon einmal in einem Buch gelesen habe? Oder einen Film gesehen habe? Die Idee ist geklaut. Wir waren als Erste da. Schon klar. Ja, nee, ist klar. Na, nach welchem Film oder Buchreihe hört sich denn das schon wieder an? Sprechende Gemälde. Magie. Ich verrate mal nichts. Ihr könnt mir das gerne unten in meinen Kommentaren posten. Wir suchen einen wirksamen Schutz gegen Flüche. Ich muss den Erzmagier sprechen. Wo ist der Erzmagier? Ich muss ihn sprechen. Mhm. Er wird erst morgen zurückerwartet. Er überwacht als externer Beobachter die Walpurgisnachtfeiern am Buchsberg. Letztes Jahr gab es fürchterliche Ausschreitungen. Einige Vampire haben ihren gebissen und sind dann betrunken auf die Hexen los. Ich kann nicht bis morgen warten. Ich darf wohl nicht hinauf ins Büro des Erzmagiers und mir etwas von ihm ausleihen? Wohl nicht. Was machen wir denn nun? Wir suchen... Einen wirksamen Schutz gegen Flüche? Oder wer hindert mich daran, einfach hoch ins Büro des Erzmagiers zu gehen? Bis bald. Mein kleiner Kumpel und ich wollen uns schützen. Gut für euch. Vor Flüchen. Und warum belästigst du mich damit? Ich bin ein Gemälde. Vom Erzmagier. Und das soll was bedeuten? Meinst du, wenn ich ein Gemälde von einem Wal wäre, könnte ich mit Fischen sprechen? Wale sind keine Fische.
Ja, stimmt auch wieder. Ich stelle den Erzmagier nur dar. Ich bin so etwas wie ein Schauspieler aus Ölfarbe. Na, ganz toll. Und wer hindert mich daran, einfach hoch ins Büro des Erzmagiers zu gehen? Ja, wer? Mal angenommen, ich spaziere einfach hoch ins Büro des Erzmagiers und schaue mich da mal um. Wer wollte mich davon abhalten? Du? Der Turm. Das Unmöglichkeitssicherheitssystem ist aktiviert. Es wird dich eher in den Wahnsinn treiben, als dass du einen Fuß ins Büro des Erzmagiers setzt. Was erwartet mich? Nie gesehene Gefahren und unglaubliche Phänomene. Täuschungen, Magie und Wahnsinn. Wow. Also gut, ein Mensch und ein Vieh, bitte. Ich muss weiter. Lass dich nicht hängen. Ich habe schon jeden Bilderwitz gehört. Okay, also es scheint mir so, als ob wir hier auf eigene Faust mal versuchen müssen, hoch ins Zimmer von dem Magier zu gelangen und uns selbst zu nehmen, was wir brauchen. Ja, und das mit den Abenteuern und den ganzen Sachen, das hört sich doch ganz nach einem Abenteuer für uns an. Also, ab geht's. Jetzt dürfen wir uns hier umschauen. Betrachte die Staffelei. Eine Staffelei, eine Farbpalette. Gäbe es noch eine Leinwand und ein paar Pinsel, würde ich vermuten, dass hier etwas gemalt wurde. Mhm, gut. Gibt's dann noch etwas? Eine Palette mit Farben, vermutlich magisch. Mhm, nimm die Farben. Ich lasse die Farben lieber da. Magische Flecken bekommt man nur ganz schwer aus der Kleidung. Ötete, man stellt dich doch nicht so an. Betrachte den Lappen. Ein alter, farbverschmierter Lappen, der sich langsam in seine Bestandteile auflöst. Ja, nimm den Lappen. Da hängt ein einzelner Faden raus, der muss reichen. Warum schnappt er sich denn nur die Fäden von den Lappen oder Schals oder was? Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich mich frage, warum schnappt er sich nur die Fädenfaden? Ich verliere auch gleich den Faden. Oh je, ich glaube, der war schlecht. So, hier Bitzels und da Faden. Wir haben einen Faden. Betrachte den Tisch mit dem Metallstück. Ein Tisch mit einem seltsam verwinkelten Metallstück darauf. Mhm. Der Tisch lässt sich drehen. Hier oben in der Tischplatte sind zwei Vertiefungen. Sieht aus, als fehlt hier etwas. Ich würde sagen, noch zwei andere komische Metallstücke. Wir können es drehen und quietschen lassen. Ja, super. Alles klar. Das lassen wir mal. Dieses Gequietsche muss ich mir nicht antun. Was haben wir denn hier? Betrachte den Kamin. Ja, betrachte den mal. Boah, diese Optik. Im Kamin brennt ein kleines Feuer und erhitzt den Kupferkessel. Ist da ein leckeres Süppchen drinne? Im Kessel ist Wasser. Es kocht gemütlich vor sich hin. Vielleicht soll damit die Luftfeuchtigkeit erhöht werden. Und da ist ein Blasebalg. Können wir das Feuerchen vielleicht ein bisschen mehr entfachen? Ein handelsüblicher Blasebalg, mit dem man Kaminfeuer in Gang halten kann. Oder mit dem man Dinge aufbläst. Was willst denn du aufblasen? Gut, jetzt gucken wir mal. Ein reißfester Faden, etwa 2¼ Seefelsellen lang. Seefelsellen. Jetzt würde ich gerne wissen, was das für ein Maß sein soll, wonach ich mich richten kann. So groß oder so groß oder vielleicht so klein. Keine Ahnung, werden wir bestimmt noch herausfinden, für was Nate wieder einen Faden braucht. Und den Blasebalg? Ein handelsüblicher Blasebalg, mit dem man Kaminfeuer in Gang halten kann. Oder mit dem man Dinge aufbläst. Dinge aufblasen. Hier, betrachtet den Balkon. Tja, dort oben könnte es weitergehen. Die Treppe scheint der einzige Weg von hier unten dort hinauf zu sein. Okay, ja, dann betrachte mal die Treppe. Die Treppe ist nicht richtig. Was ist hier schon richtig? Sieht hier irgendetwas richtig aus? Steige die Treppe hinauf. Aus! Oh, verdammtes Ding! Ganz ruhig, denk an deinen Blutdruck, Nate. Gut, das hat nicht funktioniert, das wäre auch zu einfach gewesen. Rede mit dem Vieh. Ja, sprich halt mal mit dem, vielleicht sagt er ja irgendetwas, das wir mal verstehen.